Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Replays. Heute in einem ZVT und wir haben links oben im Blau gespawnt als Zerg, der kurz überlegt hat, den Early Pool zu spielen, sich dann aber doch nochmal anders überlegt hat, haben wir Legat Pit. Und rechts unten in Rot gespawnt als Terraner haben wir den Pavian. Der hier mit Gas First eröffnet, also offensichtlich relativ früh hier in Tech-Richtung gehen will. Haben wir Musik? Ja, theoretisch schon. Höre ich kaum. Naja. Wir sehen auf jeden Fall einen Drone-Scout bei Legat Pit. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, muss man ganz klar sagen. Ich weiß gerade nicht, in welcher Liga wir hier unterwegs sind, aber das wird sich vermutlich relativ schnell wieder rauskristallisieren. Von daher ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Wir sehen jetzt hier die Drohne, die zur Echse fahren will und diese eben werden will. Jetzt sind die Ressourcen dafür da. Sollte die jetzt nun also einsetzen? Na komm, es dauert ein bisschen lange, muss man sagen. Es dauert sehr lange. Es dauert unglaublich lange, bis diese Drohne zu einer Hatchery wird. Da ist die Hatchery. Ja, da waren schon fast 300 Ressourcen nochmal übrig. Also da wäre ein bisschen mehr gegangen. Vermutlich war Legat Pit gerade durch sein eigenes Scouting seine eigene Scouting-Drohne abgelenkt. Sollte man natürlich nicht sein. Zumal ein Drone-Scout eigentlich für einen Zerg auch überhaupt nicht das ist, was man so unbedingt haben will. Normalerweise schickst du die Overlords nach vorne, so wie er es hier ja eigentlich auch macht, und ignorierst dann alles andere, was vorher da ist. Und merkst dann an dem Reaper-Timing, ob das jetzt geproxied ist oder nicht. Was man vorher vielleicht mal machen kann, ist, wenn man da groß paranoid vor ist, die Overlords ein bisschen hier über diese Gebiete rüberschicken, den ersten vielleicht hier rüber, den zweiten darüber. Wäre möglich, dann kann man noch ein paar Proxy-Locations mehr scouten, aber natürlich ein bisschen länger, bis man auf der anderen Seite ist. Tatsächlich hat er jetzt hier sich auch einfach dafür an diesen Chokepoints hier positioniert. Macht das wahrscheinlich hier gleich ähnlich. Oder will er doch in die Natural? Auf jeden Fall hat er seinen ersten seinen zweiten Overlord hier ziemlich defensiv gehalten. Währenddessen sehen wir den Scout von Pavian. Oh, großer Supply-Block hier bei Legat Pit. Hat Glück, dass die Hatchery gleich fertig wird. Dadurch nicht ganz so wild, aber es hat schon einige Sekunden hier gekostet. Und deshalb ist das nicht ganz so ideal. Hier wird auch gerade noch keine zweite Queen gebaut. Also da sind noch viele Möglichkeiten offen. Genauso gilt das auch für Pavian, der hier offensichtlich gleich auf Mech gehen möchte. Allerdings relativ viele Ressourcen hat. Wir sehen auch noch nicht das Command Center im Bau. Also zumindest auf dem Highground sollte er es eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon im Bau haben. Da kommt es jetzt endlich. Auch das ein bisschen spät. Also wir sind, glaube ich, hier eher so im Goldbereich, würde ich mal bisher sagen, unterwegs. Da sind nämlich auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die alle nicht so wild sind, aber in ihrer Summe halt schon relativ viel ausmachen. Die ersten zwei Aliens jetzt hier im Bau. Ich könnte mir danach noch einen Switch hier vorstellen, zumal hier die Barracks sehr, sehr nah dran steht mit dem Tech Lab. Zumal wir jetzt auch die zweite Factory hier bekommen. Erstmal sonst noch weitere Aliens geben. Wahrscheinlich wird dann diese Factory an das Tech Lab geflogen. Und dann sehen wir hier Mech. Dritte Base für Legat Pit jetzt dabei. Die ist dagegen akzeptabel früher. Also das ist gut gemacht. Sehr, sehr frühe Evolution Chamber hier. Kann man machen. Sollte man aber dann auch damit was machen. Bin ich gespannt, ob er vielleicht frühes plus 1 für Linge nimmt oder so. Ob er da früh attackieren will. Kann natürlich auch plus 1 für Roaches nehmen, was in dieser Situation vermutlich sogar besser wäre. Aber die Situation kennt Legat Pit noch nicht. Das Einzige, was er sieht, ist, dass hier keine Base steht. Wird jetzt hier auf dem Highground scouten. Wir haben tatsächlich ja keinen Marine hier. Dementsprechend nicht möglich, das Ganze abzuwehren. Sieht jetzt hier Aliens. Ah, schade, dass er das hier nicht sieht. Zweite Factory wäre sehr, sehr wichtig gewesen zu sehen. Aber da muss man nicht mit rechnen zu diesem Zeitpunkt. Da kann man Legat Pit keinen großen Vorwurf machen, dass er da nicht weiter scoutet. Er rechnet damit, dass hier einige Marines stehen. Das ist aber nicht der Fall und möchte halt seinen Overlord nicht deshalb verlieren. Währenddessen sehen wir hier noch einen Reaktor an der nächsten Barracks. Ich könnte mir vorstellen, dass hier gleich nur eine weitere Factory kommt, dass das Ganze hier nur als Baugebäude benutzt wird. Währenddessen haben wir eine Armory, die spricht dafür, dass wir gleich Hellbirds sehen werden. Parallel werden hier weitere Hellions auch aus der ersten, aus dieser Factory noch gebaut, obwohl hier ein Tech Lab dran ist. Dann soll er hier allerdings Blue Flame erforschen, denn das ist der einzige Vorteil, den er dann von Hellions an einem Tech Lab hat. Wäre natürlich eine gute Sache, also Blue Flame Hellions oder Blue Flame Hellbats ja sogar, sind natürlich schon ziemlich stark gegen Zerg, vor allen Dingen eben gegen Linge und viel mehr haben wir hier gar nicht. Wir haben aktuell nur Linge, es ist kein Roadrun da, wir sehen das 1er Defense Upgrade für die Einheiten, für die Bodeneinheiten der Zerg. Zweite Evo Chamber kommt dazu, er kann hier versuchen das dicht zu machen,
Vielleicht hier noch ein Banning Nest oder ein Roachrun und dann eben eine Queen in die Lücke. Das wäre tatsächlich eine gute Sache. Er hat jetzt die Hellions gesehen, die alle nach vorne fahren. Und jetzt bin ich gespannt, wie ist die Reaktion? Erstmal 10 Drohnen bauen. Finde ich richtig? Denn er wird ganz viele Drohnen verlieren. Jetzt kommt Blue Flame. Wie gesagt, das hätte ein bisschen früher da sein können. Das haben wir ja gesehen. Je früher das angefangen wird, desto früher ist es fertig. Das ist natürlich eine Binsenweisheit. Aber die ist natürlich wahr. Der zweite Overlord hat jetzt auch nochmal die Hellions gesehen. Hat jetzt sogar die Hellbats gesehen. Und jetzt kommt erst der Roachrun. Das sieht nicht gut aus. Wie soll Legard Pit das hier halten? Die Queens müssen jetzt aber wirklich alles geben. Und hier das Ganze verdichten. Vielleicht nochmal ein Gebäude dahinter bauen. Denn wenn hier die Hellbats durchkommen, wird das sehr, sehr schwierig. 26 Linge im Bau. Aber was will er mit Lingen? Er braucht die Roaches. Die sind allerdings noch nicht möglich zu bauen. Und ja... Banding wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit, aber er hat kein Banding-Nest. Baut jetzt hier auf dem Highground Wild Spinecrawler, aber wir alle wissen, wenn man das macht, dann ist das Spiel eigentlich schon verloren. Jetzt kommen die Linge als Reinforcements nach und das sehen wir hier schon, wie die hier verbrannt werden. Und das Ganze ohne Blue Flame und in wenigen Sekunden haben wir noch Blue Flame durch. Wie gesagt, hätte schon durch sein können. Finde ich sehr, sehr gut von Pavian, dass er hier sich auf den Roachrun fokussiert, denn das ist das, was ihn eben hier noch töten kann. Ich bin gespannt. Wir schauen parallel mal, was sein Reinforcement ist. Er baut tatsächlich Hellbits. Das würde ich nicht machen. Ich würde hier Hellions bauen und die dann hier rüberschicken und hier wieder umwandeln, weil das geht einfach wesentlich schneller, wenn Hellions über die Map fahren. Das sollte man dann schon machen. Ein bisschen muss man hier Pavian vorwerfen, dass er sich nicht in die Mainbase hochtraut zu einem frühen Zeitpunkt. Dadurch sind jetzt hier tatsächlich die Spinecrawler fertig geworden. Allerdings muss man sagen, er kann sich jetzt hier einfach zur dritten ziehen, von der er noch nichts weiß, aber eigentlich muss er davon wissen. Hier sind zwar gar keine Drohnen, trotzdem wäre es natürlich gut, die Headshot zu bekommen. Weiter nur Hellbits im Bau. Jetzt wäre auch so ein Zeitpunkt, wo man, glaube ich, eine gute Transition spielen könnte auf eben Tanks. Und man sollte auf jeden Fall auch schon einen Starport haben, um auch möglicherweise mit Banshee das Ganze zu vollhaben. Denn das ist was eigentlich diese Kombination noch deutlich stärker macht, wenn eben Banshees mit dazukommen können. Banshees natürlich Hardcountern Roaches ziemlich stark, denn Roaches können nicht in die Luft schießen. Natürlich kann man mit Roaches trotzdem Schaden machen, wenn man über die andere Seite der Map kommt, aber wenn man eben schon hier in der Aggression ist, wie es bei Pavian der Fall ist, dann kann man das Ganze auch schön weitermachen. Hat jetzt hier noch die Evo-Chamber gekillt, allerdings war die gar nicht mehr so relevant. Jetzt removen die Spinecrawler, da muss er aufpassen. Da kann natürlich Pavian noch einfach sagen, okay, dann laufe ich hier halt vorbei und renne in die Main hoch, dann ist das Spiel vorbei. Wir hatten parallel einen leichten Lingrun bei, den ich leider verpasst habe, aber ich glaube, so viel ist da nicht passiert. Sehen wir hier, ein Worker ist bisher nur gefallen durch Legapit. Das ist nicht so viel. Ja, und jetzt geht es hier zur nächsten Hatchery. Sollte hier gucken, dass er ein bisschen was abstellt. Vielleicht einfach mal zwei Hellbits hier an der Hatchery arbeiten lässt und den Rest auf die Armee immer schickt. Aber so lässt er sich immer ein bisschen zu sehr hin und her reißen. Da versucht Legapit das Beste rauszuholen. Wir dürfen nicht vergessen, workertechnisch sind beide noch relativ gleich. Ist natürlich trotzdem ein Vorteil für den Terraner, da er ja Mules hat. Aber wenn die Hatchery hier stehen bleibt, dann kann es noch möglich sein für Legard Pit, wenn hier Pavian wirklich überhaupt keine Transition spielt. Und danach sieht es leider gerade aus, dass er dann nochmal zurückkommt. Und das wäre absolut unnötig, denn eigentlich ist dieses Spiel gewonnen, wenn hier ein vernünftiges Follow-up von Pavian kommt. Dann hat Legard Pit theoretisch keine Chance mehr zurückzukommen. Wir sehen übrigens hier 1400 Mineralien bei Legard Pit. Und das, obwohl er gerade kaum Mining hat. Was macht denn der? Er hat den Roadrun inzwischen fertig. Es fehlt, sind natürlich die Larven. Er injectet hier auch leider nicht. Das wäre hier unglaublich wichtig. Sollte auch dringend eine Macro-Hedge hier nochmal bauen. Das wäre auch wichtig. Und dann einfach Roaches pumpen und mit Roaches einfach rüberrennen. Das ist das, was er jetzt hier machen müsste. Wo bleiben die Injects? Sie kommen jetzt nicht. Jetzt kommen endlich wieder Injects. Da hätten dann schon so viel mehr Roaches wieder da sein können. Und wir sehen das, wie viel Schaden auch gegen Gebäude hier durch Blue Flame Hellbats entstehen. Trotzdem, sie halten halt echt wenig aus. Und das sehen wir hier, die Roaches machen hier gut Schaden. Und sollten die Hellbats jetzt über kurz oder lang endlich mal abgewehrt bekommen. Trotzdem das Ganze jetzt wieder auf 2 Base, da eben diese Hatchery hier auch gefallen ist. Deshalb wäre hier eine Macro-Hatch auch wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Braucht er ganz dringend, wir sehen das hier im Ressourcen-Count. Man darf nicht vergessen, Pavian hat auch keine weiteren Worker gebaut während dieses Pushes. Jetzt hat er sich dazu entschieden, weiter Worker zu bauen. Er hat wahrscheinlich gedacht, diese Partie ist schon gewonnen, baut aber trotzdem konstant weiter Hellbits. Und das muss man ihm ja tatsächlich vorwerfen. Warum kommt da nicht die Transition? Warum kommen da nicht ein, zwei Tanks dazu? Eine
weitere oder zwei weitere Factories, ein Starport, wo man vielleicht auch mal einen Raven baut, um ein bisschen Anti-Armor-Missiles gegen die Roaches zu droppen. All das wären gute Sachen, die hier Pavian unglaublich weiterhelfen würden. Leider versteift er sich hier doch sehr, sehr stark dann auf die Hellbats, die eine gute Sache sind, keine Frage. Die sollte man auch im weiteren Verlauf, wenn man Mech TVZ spielt, kann man sehr, sehr gut Aliens spielen, die dann eben zu Hellbats werden, je nach Spielsituation. Aber das ist natürlich eine Ergänzungseinheit, die eben billig ist, die kein Gas kostet, die man aber dann baut, eben um Sachen zu haben, die kein Gas kosten, weil man für die Hauptsachen eben Gas braucht. Und wir sehen das hier, Pavian hat einfach Mineralien und Gas en masse, hat jetzt leider auch einen riesen Supply-Block, muss jetzt hier ganz viele Depots bauen, könnte seine Imba-Fähigkeit hier nutzen, macht er nicht, hat aber die Ressourcen dafür, also sollte er theoretisch machen. Ich muss auch dringend den Waypoint fixen. Jetzt kommen endlich zwei weitere Factories, eine neue Armory, erste Upgrades. Aber da war sich Pavian einfach schon zu sicher, dass er das Spiel schon in der Tasche hat, würde ich sagen. Da war die Transition doch sehr, sehr spät. Trotzdem ist er natürlich gut im Spiel, keine Frage. Wir haben einen ausgeglichenen Merc-Account, das spricht natürlich immer für den Terraner. Zerg müsste jetzt auf jeden Fall nochmal ein, zwei Drohnenrunden einhauen und hoffen, dass er dann das Ganze überlebt. Wir wissen, dass er das Ganze überleben würde, denn es sind immer noch nur Hellbats hier. Und mit den Roaches, die hier auf dem Feld sind, sollte das Ganze definitiv abwehrbar sein. Trotzdem, wie gesagt, Worker Count jetzt langsam, was ich ja dann doch zugunsten von Pavian verschoben, weil einfach zu Pavian verschoben, weil Legapit eben einfach keine Drohnen nachbaut. Möchte es hier offensichtlich gleich aggressiv lösen. Was man ja auch wieder vorwerfen muss, sind die Injects. Mir wieder 67 Energie. Was man natürlich machen kann, ist die Injects zu stacken. Eben in solcher Situation sollte man das auf jeden Fall machen. Also mehr als einmal hier die Larven erschaffen. Dann bekommt man zwar nicht aus einem Wurf mehr Larven raus, aber immerhin gehen dann mehrere Zyklen hintereinander automatisch durch. Ein paar mehr Drohnen sind jetzt dazugekommen, während sich meine Stimme hier gerade verabschiedet. So, Entschuldigung dafür. Wir haben den ersten Tor jetzt in der Armee. Das heißt, es gibt jetzt also langsam aber sicher einen Switch. Außerdem haben wir gleich das Upgrade, in dem wir eben zum Beispiel die Hellions hier schneller oder die Hellbats zu Hellions schneller verwandeln können. Das Smart Servos Upgrade. Allerdings baut hier Pavian wieder nichts aus seiner Factory. War gerade Supply Blocked, hat dann unglaublich viele Depots gebaut, ist jetzt lange Zeit nicht mehr Supply Blocked, ist natürlich auch nicht das Allereffizienteste, denn jetzt sehen wir, jetzt fehlen mir auf einmal Mineralien. Wenn er einfach mal 5 Depots weniger gebaut hätte, hätte er eben mehr Einheiten bauen können. Aber gut, ich denke, das ist jetzt nicht der Hauptfehler, den wir hier ihm vorwerfen müssen. Der Hauptfehler ist eben die sehr, sehr späte Transition. Ich bin gespannt, ob es trotzdem reicht. Die hat halt im Early Game wirklich viel Schaden gemacht. Das darf man immer nicht unterschätzen. Zumal sich Legapit auch nicht so genau sicher war, ob er jetzt wieder drohen durfte oder nicht. Er hat deshalb immer noch nur 37 Worker. Jetzt endlich wieder 6 weitere Drohnen im Bau. Ja, und jetzt sehen wir das hier gerade. Er hat zwar injected jetzt, aber warum injected er hier nicht drüber? Er hat so viel Energie auf der Queen. Einfach mehrfach drüber injecten und alles ist gut. Ja, auch. Hier ist die Queen sogar quasi auf Max Energie. Nur weil gerade eben eine Inject gemacht wurde, hat sie sich hier wieder ein bisschen runter energiet. Aber trotzdem sehen wir das jetzt gleich wieder. Wieder 200 Energie und das sollte man natürlich eben nicht haben. Zumal Legapit durchaus Ressourcen hätte, um diese Sachen zu nutzen. Dieser Overlord sieht übrigens alles hier. Also das ist eine gute Sache. Auch die dritte Base wird gesehen, die vierte Base allerdings nicht. Also theoretisch ist das die vierte Base, aber ich weiß nicht, ob er hier davon ausgeht, dass diese Base schon steht. Das müsste er eher theoretisch, aber er weiß es nicht. Und jetzt driftet es doch sehr, sehr stark auseinander. Also Legapit, großer Vorwurf an ihn, dass er eben wenig, wenig Drohnen baut. 42 sind einfach viel zu wenig. Auf 4 Basen gleich, also da müssen es schon, also eigentlich solltest du da als Zerg, der auf Hydras geht und auch ein Hive-Tech vorbereitet für möglicherweise Vipern oder zumindest Broodlords oder sowas, irgendwas Gasintensives, da solltest du schon auf 72 Worker hochgehen, eben um aus 3 Basen komplett effizient zu meinen und dann hier eben das Gas an der 4. Basis auf jeden Fall auch mitzunehmen. Jetzt kommen 20 Drohnen, aber die hätten halt auch schon vor 5 Minuten da sein können, eben direkt nach der Aggression, nachdem die erste Aggression abgewehrt wurde. Ich finde es okay, wenn man dann nochmal eine Roach-Runde raushaut, eben um wirklich sicher zu sein, dass nicht direkt der nächste Angriff kommt, aber da mussten eigentlich früher die Drohnen da sein, dann ist die Armee eben auch wirklich größer, weil man eben mehr Geld hat, um wieder mehr Armee zu bauen. So führt es natürlich jetzt dazu, dass hier zwar einige Roaches sind und auch ein paar Hydras, ja, die sind auch gut gegen die Hellions, keine Frage.
Zumindest die Roaches, weil sie eben relativ viel doch aushalten. Aber zusammen mit den Toren sehe ich hier trotzdem sehr, sehr viel schwarz. Ich würde es allerdings begrüßen, wenn ein Pavian hier auch ein bisschen scannt. Also man sollte den Creepstrat doch schon ein bisschen fürchten. Also man sollte da nicht einfach komplett drüber rennen. Schade, dass die Tore jetzt hier sich auf den Overseer fokussiert haben und hier auch auf den Overlord. Die sollten natürlich hier mit in dem Fight sein. Was machen denn hier die Tore? Das ist nicht gut. Und diese Engstelle ist auch überhaupt nicht gut für Pavian. Das ist so die schlimmste Position, wo er hier gerade angreifen kann. Alle seine Helbets, das konnte immer nur die vorderste Reihe der Helbets angreifen. Und so schafft es hier tatsächlich Pavian, den Fight noch fast zu verlieren. Er hat jetzt hier noch Reinforcements, die Tore stehen auch noch. Also damit sollte das Ganze noch standhalten. Aber er hat halt unglaublich viel verloren, was einfach nicht notwendig war. Der Graf existiert, glaube ich, nicht. Nee, da bräuchte man das Game Hard Overlay für. Das kann ich leider bei Replays nicht machen. Das geht immer nur, wenn das direkt beim Spiel eingestellt war und dementsprechend nicht bei Ladder-Spielen. Ja, trotzdem, jetzt ist trotzdem die Zeit gekommen, wo Legard Pitt hier vermutlich einsehen muss, dass es hier nicht weitergeht. Er hat einfach sehr, sehr viel Schaden im Early Game genommen. Und die Transition bei ihm war halt auch nicht die allerbeste. Er hätte halt früher mehr Drohnen bauen müssen. Das war das Entscheidende. Bei Pavian, wie gesagt, müssen wir ihm vorwerfen, dass er seine Transition auf die Tore oder alternativ auch auf Tanks, kann man auch sehr gut spielen, einfach viel zu spät gespielt hat. Das hätte ihn das Spiel kosten können, wenn hier Legard Pitt wirklich, wirklich gut darauf reagiert hätte, hätte Pavian das Spiel damit noch verlieren können, definitiv. Denn sowohl die Transition im Worker-Fall war spät, er hat sehr, sehr spät seine Natural saturiert, als auch die Transition von den Hellbets weg, weil Hellbets sind zwar stark gegen Einheiten wie Linge, gegen Drohnen und auch gegen Gebäude, aber gegen Roaches sind sie halt nicht die allereffektivsten Einheiten und da war das Ganze ein bisschen schwierig. Trotzdem reicht das natürlich hier, weil er eben am Anfang wirklich viel, viel Schaden gemacht hat. Ja, eine sehr, sehr ungewöhnliche Partie, die, denke ich, jetzt hier gleich mal beendet sein wird. Ich glaube nicht, dass hier noch so viel passiert. Wir haben jetzt tatsächlich ein paar Swarmos. Die hätten tatsächlich im Fight ganz gut Schaden machen können. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Locusts gerade gegen die Hellbats eben unglaublich wegsterben. Also eigentlich baut man als Max-Spieler eben Hellbats, um genau die zu kontern. Gegen die Tore sind die Hellbats natürlich, gegen die Tore sind die Locusts natürlich sehr, sehr stark. Aber gegen die Hellbats eben durch den Splash-Damage, den hohen Splash-Damage auch, ist das Ganze sehr, sehr schwierig für Locusts, da vernünftigen Schaden zu finden. Da ist jeder Max-Spieler froh, wenn eben die Locusts auf die Hellbats droppen. Ja, und parallel sehen wir hier Pavian immer noch sehr, sehr stark. Baut jetzt auch Hellbats. Diese Entscheidung ist auch jetzt richtig, würde ich sagen. Wobei ich natürlich immer noch Hellions bauen würde und die dann in der gegnerischen Basis quasi erst verwandeln würde. Dadurch hätte man die Reinforcements wesentlich schneller, denn wir sehen, dass hier Hellbats brauchen auch ganz schön lange, über die Map zu laufen im Vergleich zu Hellions. Trotzdem, dass jetzt, wo er gerade die Swarmos gesehen hat, die richtige Entscheidung, das nachzubauen. Was man ihm natürlich auch vorwerfen muss, sind immer die, ist die Ressourcenausbeute. Wir haben hier 4000 Mineralien, 4500 Gas. Es hat allerdings trotzdem gereicht für Pavian. War ein interessantes Spiel, war auf jeden Fall mal was anderes. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank natürlich fürs Einschicken. Hier oben rechts dürft ihr auf das Feuer klicken und wenn es alles bringt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.